Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin vor kurzem erst aufgestanden und holy shit, ich habe gesehen, dass Genshin Impact 4 neue Charaktere angekündigt hat. Und wir werden uns die einmal genau angucken und schauen, was das für welche sind. Ich habe auf jeden Fall schon einen Charakter gesehen, wo ich mir dachte, damn, Ganyu, wer ist Ganyu? Ich werde jetzt Main von dem neuen Charakter. Und wir schauen uns die jetzt hier mal gemeinsam an. Hier haben wir schon mal ein kleines Short-Video. Uff, diese Augen. Hier sind es halt wirklich die Augen, ne? Holy shit. Wir haben hier einmal Miau, 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 Miau. Vom Element Pyro, wie es aussieht. Sieht ziemlich interessant aus. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, aber einfach geil, einfach geil. Aber von dem Charakter werde ich sicherlich nicht main, denn wir haben hier noch ein Video, welches auch ganz interessant ist. Ja, okay, okay, okay. Gut. Die Person meine ich auch nicht. Hier haben wir Miau, Miau, Miau. Miau, Miau. Miau, Miau. Vom Element Elektro. Finde ich ganz cute. Auch hier mega schönes Design. Weiß ich aber nicht. Ich glaube, da finde ich den Pyro-Charakter doch ein bisschen besser. Aber der ist super. Ich denke, der passt auf jeden Fall richtig gut in mein Team. Ist auch auf jeden Fall ein weiterer Charakter, der erscheinen wird. Das fand ich ziemlich sick. Wir haben aber noch weitere, die vorgestellt worden sind. Genshin hat heute richtig rausgehauen. Und weiter geht's hier. Alter. Dieses Design, ne? Hier haben wir einfach Miau. Miau. Und das ist Wahnsinn. Guckt euch das mal an, dieses Gesicht. Also, wenn ich den nicht C6R5 pulle, weiß ich auch nicht. Ich glaube, das wird mein neuer Main. Definitiv. Guckt euch mal an, wie viel Bock die Katze hat. Das ist einfach Wahnsinn. Das ist einfach Wahnsinn. So, und ein weiterer Charakter wurde vorgestellt. Uff. Richtig böse. Einfach nochmal Miau Miau. Das ist, glaube ich, eine Doppelschöpfung. Die haben mir so zweimal den gleichen Namen gegeben. Ich denke, das hat vielleicht irgendwas zu bedeuten. Wir wissen ja, dass Genshin Impact HoYoVerse da viel mit der Lore arbeitet. Und ich denke, dass diese Katze vielleicht mit der anderen was zu tun hat. Vielleicht sind es Geschwister, Brüder, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall landen die wahrscheinlich später sowieso in einen Topf. Deswegen, mega cool. Hier nochmal in groß, mehr oder weniger. Sagt mir mal gerne, was ihr von den Charakteren hier haltet. Ich finde die super. Und ich kann es kaum noch erwarten, bis die zu spielen sind. Das ist wirklich halt, ne? Boah, diese Behaarung. Wunderschön, wunderschön. Gefällt mir auf jeden Fall mehr als D-Look, wenn ich den so sehe. Und hier gefällt mir das mehr als Wanderer. Und hier gefällt mir das ungefähr so gut wie Kuki Shinobu. Und das ist... Weiß ich gar nicht. Wer soll das sein? Ich weiß es wirklich nicht. Naja, aber Spaß beiseite. Ich dachte mir, ich spiele einfach mit und mache ein lustiges Video dazu. Mir ist durchaus bewusst, dass es der 1. April ist heute. Und meine Frau meinte auch so, wenn du so ein Video machst, an sich eine coole Idee, aber sag bitte am Ende, dass du weißt, dass es der 1. April ist und das nur ein Scherz ist, weil die Leute glauben dir das noch, weil du manchmal sowieso verpeilt und hohl bist. Deswegen, ich dachte mir, ich mache da einfach mal mit, aber ja, kann ich wenigstens mal ein bisschen hier so drüber lachen. Ne? Mega lustig. Das soll es auch gewesen sein. Wir wollten nur ein kurzes, lustiges Video drüber machen. Ja, Genshin Impact, 1. April, macht mit. Finde ich ganz lustig, dass die bei sowas mitmachen. Und ja, heute Abend 17 Uhr streamen wir auch live. Da spielen wir den Onibogen-Account weiter. Wenn ihr Lust habt, schaut da gerne rum. Und ansonsten, schönen Tag euch und schönes Wochenende. Ciao.